Guck, ich saß in Kinder Bueno. Ja, ich saß in der Gute, meine Freunde, ich übernehme heute das Leben meiner Schwester. Und ja, Leute, ihr wisst ja, die ist ja aktuell in Litauen noch, ich glaube, 2 oder 3 Tage. Die ganz da auf jeden Fall. Nein, Spaß, Leute, ist eigentlich gar nicht gut da. Egal, die kommt eh bald zurück. Und Leute, ich werde heute ihre Position übernehmen in unserem Haushalt. Ich werde sie sein. Wir gehen raus, wir gönnen uns was zu essen, Alter. Und ihr wisst ja, ein Gen-Egg gönnt immer. Ja! Wir werden alles machen, was ein Egg halt so macht, Leute. Nur heute wird ein produktiver Tag, weil ihr wisst ja, ein Egg schläft, ist eigentlich ja nur, ne? Leute, Egg hat eine Videobotschaft für mich dagelassen. 4 Minuten 16 geht die. Ich bin gespannt, was sie da gesagt hat, Leute. Ich hoffe, nichts Creepiges. Hallo, Sir. Wenn du dieses Video siehst, dann gibt's heute ein Einblick in mein nässiges Leben. Fangen wir an mit dem Müll. Gott, Leute. In deinem neuen Leben als Egg musst du diese Pfandflaschen hier alle abgeben, damit Egg ihr Geld verdient. Weil ich bin echt broke. Aber trotzdem habe ich eine Pizza bestellt und einmal pro Tag musst du was Inga gönnen. Das ist Pflicht und ich gebe dir die Aufgabe, dass du Inga gönnst. Ja, ja, da lacht sie. Da lacht sie. Dann auch haben wir meinen nächsten Mülleimer. Da kam gerade eine Fliege. Was? Ach, da kommen viele Fliegen. Hier haben wir meinen nächsten Mülleimer. Den musst du wechseln. Ich gebe dir die Aufgabe und den darfst du wechseln und putzen. Mein Babypuder ist leider leer gegangen. Das heißt, du gehst Kauflands her und kaufst mir Babypuder, weil ich brauche dieses Puder für mein Gesicht. Ich glaube, ich brauche nicht viel sagen, Leute. Du darfst meinen Schrank aufräumen. Herzlichen Glückwunsch. Inga, füll mir bitte mein Zimmer. Leute, mein Zimmer ist aktuell sehr, sehr sauber für meine Verhältnisse. Dazu brauche ich, glaube ich, auch nichts sagen. Bitte wechsle meine Bettwäsche und räum diesen Schrank auf. Bitte räum ihn auf, Alter. Ich komme nicht mehr klar. Ah, hier ist noch dieser Wischmopp. Den legst du auch beiseite. Also den räumst du auf, weil ich lasse es jetzt auf jeden Fall die ganze Woche so. Weil ich komme meine Finger nicht. Ja, Kids, komm nicht rein, meine Finger sind schon gekrümmt. Die Cola ist 4 Tage alt und von Selina. So austrinken, Leute. Oh. Oh. Das ging in den Magen rein. Jetzt habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen von der Cola. Das heißt, du trinkst. Es muss sein. Das heißt, du trinkst 1 Liter Cola an einem halben Tag. Nicht ganzen Tag, sondern einen halben Tag. Und die Hälfte mindestens extra runter. Weil du musst es auch lernen. Und wenn du Bauchschmerzen hast, du machst einfach weiter. Ah, und hier ein kleiner Mitternachtssnack. Hanusa, die sind nur 3 Monate alt. Aber Inga, du sagst nicht, dass sie 3 Monate alt sind, okay? Die muss sie trotzdem essen. Das ist eine Aufgabe, okay? Ihre Aufgabe ist, du musst Döner für Inga ausgeben. Du musst Cola für Inga ausgeben. Es ist Pflicht, dass du ausgibst, weil Egg gönnt immer, egal ob broke oder nicht broke, in guten oder in schlechten Zeiten, immer wird gegönnt. Okay. Dann wandelst du dich? Ja. Oh, köstlich. Leute, ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich dreckig, ich fühle mich nasty. Und Inga, Alter, wollte, dass ich dieses Ding hier von der Alten anziehe. Und dann sage ich 3-mal nein. Ich ziehe das niemals an. Ich ziehe das niemals an. Kann ich gucken, ich saß in Kinder Bueno. Ja, ich saß in der This is my fit for today. Braune Jacke, Leute, die ist sehr eklig und klebt sehr stark. Dieses Oberteil stinkt und diese Schmetterling, an die Drachenshose. Dazu müssen wir eh nichts sagen, Leute. Und dazu nochmal ein Mantel. Oh mein Gott, Leute, wir dürfen nicht unser Männeranziehungsspray vergessen. Egg erzählt immer, dass die Frau im Müller gesagt hat, dass dieses Spray hier die Männer anzieht, Leute. Ich muss sagen, Egg ist nochmal Single. Oh Gott. Wie sehe ich aus? Ich sehe aus wie Scheiße. Du bist nicht so. Ich muss kurz meine Haare kämmen, weil die sind echt struppig. Ah nein, warte, Egg ist auch. Okay. Ich bin ein Snack, aber ich brauche auch einen Snack.
Hanutas Enger. Bin ich nicht so. 3 Monate alte Hanutas. Einfach köstlich. Egg? Nein, Egg ist das nicht. Doch, Egg ist das. Nein, es ist nicht. Wow. Ich muss Babypuder kaufen, weil Egg hat ja gesagt, das soll ich meinen. Ich habe gesagt, ich muss ja Babypuder holen, weil wir haben ja keins mehr. Und davor müssen wir auch noch ein Paket abgeben. Egg gibt nie Pakete ab. Du kannst es nicht abgeben. Da steht nicht Egg. Die gibt nie was Egal, ab. Da steht Selina drauf, nicht Egg. Alter, die Sachen, die Egg zurückschicken konnte, Leute, Geld haben mindestens 300 Euro. Sie hat nie was zurückgeschickt. Es wird jetzt sehr peinlich, so rauszugehen, Leute. Erstens, ich sehe aus wie ein großer Mann, Alter. Guck mal. Dann zweitens mein Make-up. Drittens mein Outfit, Alter. Rote Drachenhose mit einem schicken Mantel und... Was ist das? Wir sind jetzt auf dem Weg zu kaufen und Leute, wir streiten uns gerade die ganze Zeit. Döner oder Maggis? Schreibt mal in Kommentare, Leute. Hashtag Döner oder Hashtag Maggis? Weil ich bin für Maggis. Ich möchte nicht nochmal zum Döner laufen, Alter. Ich weiß, warum du es nicht willst. Komm, wie ich auch sehe. Egg, möchtest du Döner oder Maggis? Döner. Mit was isst du denn Döner? Schafkäse, Tomate, Soße. Das war's. Die haben kein Babypuder mehr. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, Leute. Wenn echt sehr fett die finden Unmacht, könnt ihr mir sagen, wieso die kein Babypuder mehr haben und seit wann? Egg ist back! Ja, Leute, wir sind jetzt back home. Und Egg hat uns, also ich habe uns gegönnt, Leute. Immer wird gegönnt. So, wir haben erstmal Döner für Inga. Lecker, lecker. Dann haben wir für mich, Eggs Bestellung, Leute, Tomate, Soße und... Schafskäse. Schafskäse. Und dann haben wir für Egg Pizza. Egg meinte, dass sie ihr Zimmer sauber hinterlassen hat, Leute. Ich zeige euch später, was ihr sauber bedeutet. Mein Ohrring ist schon heute richtig oft runtergeflogen. Erstmal auf der Straße, dann auf dem Klo in Kaufland, wo alle drauf treten, nachdem sie gepipit haben. Und dann noch, beste Leute, das ist vor der Kasse unter so ein Getränkeregal geflogen. Und ich musste das dann so, ich muss mein Gesicht so gegen den Boden bringen, so, scheiße, das ist mein Ohrring. Das war echt eklig, Leute. Und noch vor der Kasse alle haben geguckt. Und Leute, selbst schon, ich habe mir Cola mitgenommen, weil... Cola, Zucker in meinen Augen. Ich weiß nicht, welcher komischer Mensch dein Döner so ist, Alter. Da fehlt was. Mayo! Lecker! Delicious! Ein Egg hat nie genug, Leute. Deshalb gönne ich mir noch jetzt fett Pizza! Im Magen knurrt immer, wenn die Pizza ist. Hast du gehört? Deins auch? Ja! Was? Oh mein Gott! Ich glaube, ein Egg zu sein ist nicht leicht, Leute. Man muss mit vielen Sachen klarkommen, wie zum Beispiel komische Blicke, Mayo-Sucht, lapprige Pommes. Aber irgendwie schafft Egg das ihr ganzes Leben lang. Ihr wisst ja, Egg ist in Litauen, Leute. Meine Mutter ist einfach heute einkaufen gegangen, hat Egg für Egg eine Cola mitgebracht, weil Egg unterzuckert war, Leute. Weil sie tagelang keine Cola getrunken hat. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Schon heftig, wie süchtig die ist, gell? Aber muss man auch verstehen, Leute, sie trinkt jeden Tag eigentlich 1 Liter. Köstlich. Noch Mayo. Cola. Ich sag euch ehrlich, es war so peinlich, Alter, heute rauszugehen, Leute. Wir sind auch Taxi gefahren. Das war mir so unangenehm, Alter. Achso, und Leute, Egg hat mich beide noch immer nicht gesehen. Egg weiß gar nicht, dass ich so aussehe wie sie. Ich hatte jetzt gerade eben meinen Schlaf. Das war das After-Food-Schlaf, Leute. Mein Eis ist noch in der Kaufland-Tüte. Oh nein! Ich sage euch ehrlich, das Beste an Eggs Leben ist das Essen, Leute. Ihr isst die ganze Zeit. Ihr müsst verzeihen, aber ihr isst die ganze Zeit. So gut. Pizza nach dem Schlafen. Beste. Chocolate and vanilla ice cream with chocolate brownies and chunks of chocolate chip cookie. Beste. Aber es stimmt nicht, gell? Ich muss gerade mal das an die andere Cookie-Dorf-Packung auf Eggs Tisch denken. Aber ich bin gut, ich bin froh, dass ich das so früh gemerkt habe, Leute. Weil hätte ich das, glaube ich, eine Stunde später gemerkt,
Mehr als 4,45 € umsonst, Alter. Ihr wisst ja, Leute, Egg ist auch immer so ganz viele komische Kombis. Schmeckt schon eklig. Ich habe gerade gesagt, dass da noch Eis war, Leute. Das ist das hier. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass es schimmeln kann. Wusste ich auch nicht. Ja, Leute, habt ihr schon mal verschimmeltes Eis gesehen? Oh, Leute. Oh Gott. Alles tut weh. Mein Bauch, meine Milz, meine Leber. Okay, Eck hat ihr Zimmer sauber hinterlassen, wie ihr seht, Leute. Zuerst haben wir hier eine Mayo, eine Cola-Dose von Dünne Mini Eis. Beim Bull am Morgen. Ich habe es meine Beraterin geholt, die hilft mir immer. Ich soll gucken, ob Essen drin ist. Ich krieg Krankheiten. Was, Digga? Ich sollte um 14 Tage nicht mehr im Zimmer schlafen, wenn ich Krankheiten bekomme. Stormy! Das sage ich lieber nicht, was sie gesagt hat. Die hat echt beleidigt. Stormy, nicht so nah. Spinnst du? Naja, wir regeln das mal kurz. Oh mein Gott, es sieht so aus, als würdest du jetzt alles anzünden wollen. Stormy hat auch gesagt, dass ich einfach alles verbrennen soll. Ich sehe Döner Mini 1. Oh mein Gott, ich komme gar nicht rein. Ich komme. Oh mein Gott, Leute. Voll vergesst euch zu erzählen. Egg hatte hier eine Entzündung im Auge, Leute. Und das war schon seit dem KFC-Video so. Und ihr Zimmer war so. Und da wundert es mich ganz ehrlich nicht, Alter, dass man irgendwelche Entzündungen in irgendwelchen offenen Stellen bekommt, Leute. Diese Augencreme, Alter, liegt bestimmt irgendwo hier im Müll. Und Egg hat gesagt, oh mein Gott, mein Auge. Und Stormy fragt sich mal, woher das kommt, Alter. Wir wissen die Antwort. Oh mein Gott. Echt? Oh mein Gott. Siehst du's? Du siehst aus wie ein Ei. Ja. Leute, wie findet ihr die Jacke? Die hat Egg geholt für 100 Euro. Also 130 Euro hat sie auch gekostet. Nie getragen. Nicht mal in Litauen getragen, aber in Litauen minus 20 Grad ist. Minus 10, okay. Ich übertreibe ein bisschen. Da war es mein Kindermaxi ging, oder? Guck, als Egg, Alter. Als Egg kann man immer essen. Also Leute, schreibt mal Kommentare, wie ihr meine Jacke findet. Ich nenne die Bueno-Jacke oder Egg-Jacke, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Findet ihr die gut? Wenn ja, schreibt Hashtag gute Kommentare. Wenn nein, schreibt Hashtag schlechten Kommentare. Also ich finde die Hashtag super mega geil. Noch gar keinen Bock, Alter, dass Egg wieder zurückkommt, Leute. Ja! Kein Bock auf die. Der Zucker ist in meinen Augen gekommen. Die Jacke ist auch gut zum Schlafen auf der Straße. Nein, ich meine das ernst. Guck mal. Ja, eigentlich können wir die schon rauswerfen. Weil guck mal, es wird wieder draußen warm am Tag, also tagsüber. Und abends hat diese Jacke. Das haben wir Egg rauswerfen. Hashtag ja oder Hashtag nein. Ich wollte euch nur sagen, das Leben als Egg ist echt anstrengend, Alter. Man macht nichts, aber das ist irgendwie trotzdem so anstrengend. Das war meine Vorlage. Und ich finde, ich sehe genauso aus wie die da auf dem Foto, Leute. Jetzt die Zeit für ein Chipbrot, Leute. Ich weiß nicht, ob die Brötchen irgendwie verschimmelt sind oder so, weil, wie gesagt, meine Mama ist jetzt inzwischen eine Woche weg und keiner hat die Küche angefasst. Außer vielleicht einmal in der Woche. Digga, wer hat das so gelassen? Welcher Ehrenloser. Mmh, Suppe. Wer hat getrunken? Ist ähnlich meine Sorte. Das geht hier auch ganz offen. Bruder, hilf mir! Oh, ich habe ihn aus der kaputt gemacht. Egal! Schwester, hilf mir! Ey, Digga! Egal! Cousine, hilf mir! Ey, wieso gehen die Eier kaputt? Erstmal ist so eklig, dass sie immer in meinem Zimmer chillt, Leute. Die sitzt immer hier so und redet mit mir. Also auch wenn ich gar nicht mit der reden möchte. Naja, ich zeige euch jetzt, wie ihr eure Lippen übermalt, dass man das nicht sieht. Wie nicht sieht? Ja, das sieht man nicht, dass sie übermalt sind. Da? Nein. So. Ja, so. Man sieht es gar nicht. Doch. Ah, mein Gott! Hat doch einen Cut, Leute. Nicht auf der Seite. Doch. Der anderen. Nein, die hat auf der. Auf der. Wird sie sicher? Ja. Wunderschön. Egg verdeckt immer damit ihre Ohren. Oh mein Gott, das sieht aus wie Egg. Falls ihr euch fragt, ob ich mal so mache. Das liegt daran, weil ihr wisst ja, Egg hat ihre Lippen gespritzt, ja, aber macht immer trotzdem auf Bildern so, dass sie noch voller aussehen, so mit Luft. Einfach rauspusten.
und hat Augen groß. Und ihr seht aus wie Egg. Komm her, ich bin Egg. Ich hab mich weggestoßen mit der Nase. Du bist eine Verräterin. Ich bin deine Mama. Ich bin so froh, mich jetzt endlich abschminken zu können. Es fühlt sich an, als hätte ich so Kleber überall im Gesicht, Leute. Und die Lippen, die waren die schlimmsten von allen. Gott, ich bin froh, die endlich wegzumachen. Ich habe extra frische Wattepads gekauft, weil ich weiß, 5 Stück reichen für das hier nicht aus.